Sag mal, also letzte Woche in Frankfurt habe ich das gewusst. Ja, genau, richtig, wenigstens Anne. Ja? Also, damit sage ich erst einmal einen schönen guten Abend, liebes Basilikum. Na, Publikum, Publikum. Geil, ich bin ja schon ganz durcheinander. Wie soll das heute Abend nur werden, ne? Aber bevor ich richtig loslege, will ich jetzt also noch einmal Abend sagen. Ich meine, ihr habt es ja mitgekriegt, ne? Hier wird also auch gefilmt und von denen erwachsene Leute vielleicht, die jetzt vielleicht mit Bekleidung noch da sind. Also wenn jetzt einer hier die verkehrt Frane, wer sich sitze hat, jetzt hat er noch die Gelegenheit, sie auszutauschen, gell? Weil hinterher, ja, ist dann drauf, kann man dann nicht mehr ändern. Aber naja, gut, also jetzt muss ich noch mal hier checken, ob ich hier auch, ja, habe auch genug zu trinken, wenn mir stehe. Ihr müsst euch vorstellen, ne, wenn ich das normalerweise mache, dann habe ich immer mein Geripptes und Äpfel dabei. Passend zu Hessen, das gibt es natürlich hier nicht. Ist ja leider so. Ne, aber deswegen, stellt euch jetzt einfach vor, hier neben dem Becher, das wäre Äppelwoi. Weil darüber trage ich euch jetzt nämlich ein Gedicht vor. Ja, und das geht folgendermaßen. Beziehungsratgeber. Gibt man Zitronensaft der Braut, dann hat man sich mit Reffe saut. Es wird stattdessen besser sein, probiert man's mal mit. Sehst du jedoch, aber ich will ein sauer gespritzte, dumme Larve. Was möchten dann? Da sitzt sie. Ich weiß, was man möchte. Mir fällt's grad eben ein. Sauer gespritzt. Ja, da kommt dann doch ein bisschen Zitronensaft nein. Ich muss auch mal meine Stimme ein bisschen ölen, gell?